Oh, was? Wir müssen. Okay, da ist der Wal. Der hat einmal das Auto gerade von ihm geklaut. Oh, was zur... Oh Gott! Schnell! Wir brauchen einen Krankenwagen sofort. Okay, das sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, ich mach kurz mal die Sirene aus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPD FR. Ja, geht schon mal gut los. Der Krankenwagen ist auch schon gleich vor Ort. Ich hoffe, der Herz überlegt, aber den wollte ich gerade so oder so anhalten, weil er sich hier ein bisschen nicht an die Verkehrsregeln gehalten hat. Ah, jetzt kommen erstmal die Mediziner. Okay, ich muss sie erstmal absperren. Das ist hier sonst ein bisschen... Ja, okay, den Wagen tue ich jetzt nicht weg. Sonst... So, hier haben wir erst was abgesperrt. Ich hoffe, der Herr hat überlebt. Also, sie haben ja ihren Wagen auch super wunderschön gepackt. Muss man mal echt sagen. So, sie gedulden sich kurz einen Augenblick. Schafft es der Herr? Wenn nicht, war es zwar seine eigene Dummheit, aber trotzdem. Okay. Der Herr hat anscheinend nicht geschafft. Dann können wir den Verkehr auch wieder freigeben. Es wäre mal schön, ein Add-on zu haben. Wir haben einen dringenden Einsatz. Denn am Strand ist anscheinend ein Wal gestrandet. Und darum müssen wir uns jetzt kümmern, dass der dort verschwindet. Dort stehen auch schon so manche Sachen rum. Und wir müssen... Okay, da ist der Wal. Alles klar. Der, alles klar, der hat kurz geschwebt, na gut. So, da sind wir auch schon. Ja, Pistole brauchen wir jetzt nicht. So, dann checken wir mal kurz die Lage hier aus. So, was haben sie denn für uns? Ja, wie du siehst, die Situation hier verständlich. Wir haben einen Anruf gestartet, der 30 Minuten, also eine halbe Stunde jetzt vorbei ist. Wir brauchen deine Hilfe. Okay, sie haben viele Möglichkeiten für uns. Wir nehmen am besten das fetteste von allen. Und zwar den hier und hier. Die ganzen Paparazzi. Sie können gleich mal hier ihr Telefon wieder einstecken. So, wir tun hier uns einfach mal sportlich drauf bewegen. Und dann... Okay... Alles klar. Wir müssen erstmal den Bugout dort wegtransportieren, sonst kommen wir überhaupt nicht ran. Das haben sie ja praktisch perfekt hier hingestellt. So, den fahren wir mal fix zur Seite. Oh, der ist ja richtig schnell. So, ja, ich glaube, das passt schon so. Und dann steigen wir hier mal schnell wieder auf. Dort hinten ist der Laster. Dort, denke ich mal, muss das Ganze drauf. So. Okay. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, dass der... Ja. Tschüss, meine Karre. Okay. Ha. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie die Physik hier mitspielt, aber wir müssen hier erstmal hochkommen. Ihr steht ja da richtig praktisch, muss ich sagen. So, jetzt habe ich hier... So, genau, habe ich es richtig verstanden. So. Ja, selber schuld, wenn dich da hinstellst, ne? Okay. Aber es passt nicht so ganz. Wir müssen hier ein bisschen... So. Okay.
Okay, und... Jetzt habe ich die da runtergeschubst. Egal. So. Und dann. Sehr schöne Arbeit. Und dann haben wir das auch erfolgreich absolviert. So, den lasse ich mal hier stehen. Und dann wäre der Einsatz auch hier fertig. Genau, sie können sich auf den Weg machen, wohin auch immer. Und sie können hier sonst was wieder mitnehmen. Was tun die hier eigentlich alles ausfahren? Dieses Fahrzeug hier kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Coast Guard. Ach so, doch. Na gut, die sind auch erst neu hinzugekommen. Ich habe nämlich ein riesen Update gemacht. Mehr dazu gibt es in einem anderen Video. Und wir können uns wieder auf den normalen Einsatz vorbereiten. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. Okay. Citizens reporting a 484 in Pacific Bluff. Hier, was gibt's hier? Ihr gibt eine verdächtige Person. Was ist mit der? Okay, wir wollen mal. Okay, anscheinend ist sie doch freundlich. So. Hallo, Officer. Hallo? Warum geht er denn jetzt? Was haben Sie so lange gebraucht? Alter, könnte ich echt gleich wieder weggehen. Was ist denn das? Ich stand hier direkt vor der Tür, könnte man schon sagen. Manche Leute denken, dass hier kostenlos Benzin geht. Alles klar. Okay, der hat uns das anscheinend hier aufgenommen. Da sind sie. Den Rest lesen wir mal nicht vor. Alles klar. Okay, so ein Auto kenne ich. Ach so, das war's schon. Black und ein BJXL. Okay, das Fahrzeug kenne ich sogar. Okay, da haben wir auch die Lizenz. Okay, dann werden wir uns mal auf die Suche um das Auto hier begeben. Kann ja nicht sein, dass hier kostenlos Benzin gibt. Wenn, dann will ich auch welches haben und das gibt sich. Also schnappen wir uns die. So, jetzt muss ich mal hier sehen. Wer hat denn hier so ein Auto? Sieht bis jetzt hier... Moment, 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 Moment. Sie halte... Ah, nee, das hat man eindeutig gesehen. Das ist eine Frau, das ist ein Mann. Ah, hier hinten haben wir noch... Ah, da ist es ja. Okay. Dann werden wir uns das Ganze mal ansehen. Hier hinten soll sie rumfahren. Jetzt ist die Frage... Nein, das ist sie, glaube ich, nicht. Hier hinten. Weiß nicht, was... Okay, da vorne. Hier, das Fahrzeug müsste es sein. Okay. Dann bitte einmal hier stehen geblieben. Nein. Sie fahren mir jetzt nicht hinten rein. So, dann einmal aussteigen, bitte, die Dame. Wir haben hier so einiges von... Unverschämtheit. Rammt die mir einfach mein schönes Auto hier. Also, jetzt hört der Spaß auf, ne? So. Nein. Ey, diese Dame. Für ihr Alter ist sie schon ziemlich frech, muss ich sagen. Weil die schnappen wir uns. Okay, die Kollegen kommen auch schon. Ach, wenn man sie mal braucht, kommen sie nicht. Aber jetzt, wo man sie nicht ruft, kommen sie natürlich. So. Ey, das ist doch eine Frechheit hier. Was macht die denn mit uns? Nein, wir rammen die jetzt nicht in ein anderes Auto. Sie können jetzt hier... mal stehen bleiben. Also das wird hier ein bisschen skandalös. Okay, da kommen die Kollegen. Alles klar. Wo gehen die hin? Zum Strand? Moment. Ups. Ja, eine Lampe weniger. Bezahlt schon die Stadt, hoffe ich mal für die. So, machen wir mal die Sirenen an, damit die Leute hier wissen. So, nein. So. Nein, stopp. Ey, jetzt reicht's mir. Also, was ist denn das für eine... Jetzt reicht's mir. Jetzt hört der Spaß auf. Sie kommen jetzt raus. Nein. Stopp. Schön Hände hoch und jetzt auf den Boden legen. Hä, für mich sieht das gerade aus wie ein Mann. Das ist ein Mann. Hä, das ist ein Mann. Da hab ich mich wohl...
Ich dachte die ganze Zeit, dass die Frau sah so aus. Na egal, halt, stopp! Sie können mal hier schön meinen Herren mitnehmen. Okay, die wollen nicht nach, dann nicht. Dann hole ich mir einen extra Wagen, der nicht so abgehoben ist wie sie. Fährt der gerade mit seinem Auto weg? Der hat einfach das Auto gerade von ihm geklaut. Aber naja. Kostenlosen Tank. Gibt es auch kostenlose Autos. Kann ja eine Anzeige aufgeben. So. Die Herren sind auch eingetroffen. Ist schön. Ja, chillt. Ich habe hier nur eine Mitfahrgelegenheit für euch. Und zwar der Herr. So. Einmal rein. Und dann können sie den mitnehmen. Vielen Dank. Und ich räume hier mal die Straße gleich wieder frei für die anderen Kollegen. Und dann können wir auch weiter. Ach, Moment mal, wen haben wir denn hier? Sie kenne ich doch. Haben Sie hier nicht gerade das Auto entwendet? Stopp! Aus dem Auto. So, sie erstmal schön. Sie können auch erstmal chillen. So. Sie nehmen wir erstmal hoch. Wortwörtlich. Und so, jetzt können wir sie erstmal wieder freilassen. Und dann möchte ich gern mal... Stopp! Sie können gleich wieder rauskommen. So. Warum macht er denn immer die Tür auf? So, jetzt will ich mal ihren Personalausweis haben. So, Mark Sorrento haben wir hier. Dann lasse ich mal mir hier kurz ein paar Informationen über sie geben. Okay, scheint alles aktuell mit ihnen in Ordnung zu sein. Und genommen haben sie Kokain. Gut, das reicht mir dann. Die Kollegen können gerne kommen. Ey, die Leute. Wir brauchen hier nichts. Wir brauchen hier nur einmal parken und schon ist die Hölle hier wieder los. Also echt mal, die Leute können sich echt nicht benehmen. So, wir brauchen mal hier den Streifenwagen. So, da hinten ist er. Dort müssen wir dann mal durch. What? Was? Was ist das denn? Alles klar, okay. Ich tue den Kollegen mal hier. Stopp. Also. Ja, okay. Dann übernehmen Sie das schon. Sehr schön. Dafür habe ich Sie ja auch gerufen. So, und Sie können jetzt zwar hier alle kurz mal ein bisschen runterkommen. Und dann machen wir hier den Weg wieder frei. Sehr schön. So, Leute, unser letzter Einsatz von heute. Und zwar haben wir hier wieder eine Person, die meint, sie müsste die Sachen im Geschäft nicht bezahlen. Die tun wir uns gleich mal hier vorknüpfen. So, da haben wir auch schon die Damen und Herren. Ja, der möchte erstmal flüchten, nicht mit uns. So. Tut mir leid. Sie bleiben bitte einmal hier. So. Schön auf dem Boden mal. Sie tun wir gleich mitnehmen. Die Sache für mich sieht hier ganz klar aus. So, einmal hoch bitte. So. Und dann. So, ist es schon die Kollegen? Doch, das sind schon die Kollegen. Die nehmen den Herrn hier dann mit. Genau. So. Die kümmern sich um den. Und dann tun wir hier kurz mal. Der Verkäufer ist schon weg. Okay. Dann würde ich sagen, was Ganze auch schon. Wenn die Folge euch gefallen hat,
dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann wie immer montags, mittwochs und freitags. Haut rein und ciao, Leute!